Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yooka-Laylee. Einer Welt voller Ruinen. Und diese Ruine da werden wir jetzt mal erkunden. Blab, blab. Gut, legen wir mal los. Haja! Und hallo. Wollen wir mal hier hoch? Federn sind auf jeden Fall ein Muss. Aber das müsste ja jeder wissen. Und hopp. Warte mal. Genau, hier ging das ja. Haha. Und, ja. Das ist heiß. Da sollten wir, glaube ich, nicht unbedingt rein. Denn ich weiß nicht, ob Chamäleons feuerfest sind. Aber es ist ein 3D-Plattformer. Man kann außen rum springen. Wenn man die Perspektive natürlich richtig einschätzt. Hopp. Ja, mir ist es natürlich auch schon passiert, dass ich das komplett falsch eingeschätzt habe und... Warum bin ich jetzt hier reingesprungen? Guten Tag! Hiya! Oh, der hält mehr aus. So. Und hier ist auch wieder so eine Sache. Dadurch, dass wir hier auf der kleinen Kante stehen können, ne? Kommen wir auch hier hoch. Ich habe keine Ahnung, ob das so gewollt ist oder ob man das anders hätte machen sollen. Ne, aber wir haben es jetzt einfach mal so gemacht. Und haben eine tolle Aussicht. Da ist noch ein Käfig, aber da weiß ich genau, dass wir es noch nicht schaffen. Überall, wo Federn sind, können wir noch hin. Und ja, die Welt ist jetzt schon etwas übersichtlicher. Gehen wir einfach mal hier runter. Ja, das war übrigens ein Geist. Also einer von den Ghostwritern. Falls euch die Kamerafahrten zu wirr sind, die ich hier mache, einfach Bescheid sagen, ich kann das auch ein bisschen unterbinden. Hey, eine Peachy! An die Kisten kommen wir so nicht ran, also müssen wir irgendetwas auslösen. So, ich weiß auch noch nicht genau, wie ich Yooka-Laylee bringe. Ob ich das wieder alle 2 Tage mache, also wieder im Rhythmus Montag, Mittwoch, Freitag. Ob ich es täglich bringe, aber es hängt halt davon ab, wie viel ich schaffe aufzunehmen. Wie es halt jetzt so mit der Arbeit aussieht zum Beispiel. Da fängt das nämlich bei mir wieder an, die nächste Woche etwas schwieriger zu werden und stressig vor allem. Und ich möchte auch noch ein bisschen so... Ja, Zeit für mich. Naja. Auf jeden Fall werden wir sehen. Ich würde es gern täglich machen, weil das Spiel ist einfach endlos groß gefühlt. Und ich habe so das Gefühl, dass ich eventuell
Mit dem, was ich jetzt schon gesehen habe. Ich meine, überleg mal, 10 Stunden und ich habe diese Welt hier fertig und eine andere, glaube ich, angeknackst und ach, keine Ahnung, wie weit ich bin. Ich weiß auch nicht, wie viele Welten es gibt. Aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und ja, sag, dass ich wohl oder übel bestimmt 40 Folgen, 50 Folgen brauch. Deswegen brauche ich mich auch nicht abhetzen, glaube ich, ne? Die Folgen kommen, wann sie kommen. Ich versuche ein bisschen Routine reinzubringen, so wie bei Super Lucky's Tale und halt anderen Projekten auch. Wir werden es einfach sehen. Ich glaube, alle 2 Tage ist immer ganz gut. Ich habe noch ein Projekt in Planung. Es wird ein Horrorspiel sein, was ich aber nicht alleine moderieren werde. Also, da wird sich noch jemand dazu gesellen. Natürlich aus freien Stücken und keinesfalls gezwungen, auch wenn es sich vielleicht so anhören möchte. Ich zwinge niemanden dazu, sage ich mal so. Es war eine Idee und sie wurde als gut befunden. Oh. Moment. Gleich weiter. Und was stellst du da? Ich bin ein Peitschi-Stück. Ich wurde von Capital B's Shredder zerrissen und in diesen Dschungel geworfen. Meine anderen Stücke wurden in der Nähe verstreut. Bitte finde meine anderen 3 Teile, damit ich wieder ganz sein kann. Okay. Du armes Ding. Keine Bange. Wir werden dich mit dir selber vereinen. Ich dachte, das hier wäre ein modernes Spiel, Yuka. Sammelobjekte sollten schon einteilig sein. Okay. Man hört die Einzelteile genauso gut wie eben. Ah. 1, 2, 3. Ich bin ein zweites Peitschi-Stück. Noch 2 fehlen. So, zu dir kommen wir gleich. Ich will erst die Peitschi-Stücke haben. Ich bin das dritte Peitschi-Stück. Eins fehlt noch. Also gehen wir mal hier hoch. Ja, was ich dann noch erzählen wollte, halt bei dem Spiel, wie gesagt, mich wird jemand bei unterstützen. Yay, alle Seiten. Wow, das sind alle. Und jetzt komm zu mir und setz mich wieder zusammen. Ja, ich bin noch da. Ihr habt alle meine Stücke gefunden. Endlich bin ich frei. Aber nicht lange, Gültchen. Meins. Hey, ihr scheint genug Pages gefunden zu haben, um eine Welt zu erweitern. Trefft mich am Großwälzer-Eingang, wenn ihr bereit seid. Dann erzähle ich euch mehr. Naja, aber in dem Let's Play werde ich halt, wie gesagt, Unterstützung bekommen oder ich nenne es einfach mal Unterstützung. Die Person, die hat absolut mag auch Horrorfilme, soweit ich das mitbekommen habe, aber kann gar nicht auf die Spiele. Und deswegen wird das eine kleine Herausforderung. Und ich werde meinen Spaß dabei haben. Ha.
Wir müssen nur noch sehen, wann wir das machen. Denn ich würde schon gerne so viel wie möglich an einem Stück aufnehmen. Denn gerade bei Horrorspielen, wenn man dann erstmal drin ist, sollte man schon, ja, ein bisschen in der Materie bleiben, oder? Okay, was haben wir jetzt hier? Mampf, Mampf. Ach ja, das war die. Guten Tag, junger Krieger. Junge Krieger. Ich wette, du hast einen Namen, der irgendwie mit Gewicht zu tun hat. Sag, wie heißt du? Mampf, Mampf. Man nennt mich Sir... Was? Scofferlot. Ich bin ein stolzer Ritter von Hammerlot. Ich wusste es. Gut. Dann berichte uns von deiner kühnen Schatzquest. Mampf, Mampf. Wahrhaft. Meine Ritterkameraden und ich befinden uns auf einer kühnen Jagd nach dem heiligen Schatzplatz des großen Rampo. Den habe ich schon gefunden. Mampf, Mampf. Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Suche auf 4 verschiedene Orte aufgeteilt. Mampf, Mampf. Ich fühle mich allerdings zurzeit ein wenig zu überlastet, um sie zu finden. Würdet ihr mir helfen, meine Ritterkameraden und den Schatz zu finden? Na klar! Keine Bange, Scofferlot. Scoffsalat. Okay. Wir werden dir helfen, deine Ritter zu finden. Nampf, Nampf. Hervorragend. Mein erster Ritter ist ganz in der Nähe. Erlaubt mir, euch einen Hinweis zu geben. Meine Füße sind nass. Doch nicht in der Sorge versinken? Ich werde in Firmenstadt schon nicht ertrinken. Was? Alles klar! Falls ihr etwas vergessen sollt, kommen wir einfach wieder und fragen dich nochmal. Okay, die Füße sind nass und aber nicht so extrem, dass er da ertrinken würde. Ganz in der Nähe. Also irgendwo, wo Wasser ist. Hatten wir schon irgendwo Wasser gehabt? Ah! Da haben wir Wasser. Gotta go fast! Ja, hier haben wir Wasser. Ah, guck mal! Au! Mistvieh! Oha! Die Geräusche! Okay, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Hallo. Sir Scoffer... Kopfsalat... hat uns entsandt... aufzufinden... ausfindig zu machen. Es gibt eine Schatzsuche. Luzalots Beute... geht euch nichts an. Lasst die Finger davon. Ich werde euch ein paar Hinweise geben... wo mein Partner ist. Aber mehr auch nicht. Keine Hinweise mehr. Kannst du uns nicht einfach zeigen, wo er ist? Natürlich nicht. Das wäre viel zu leicht. Hier ist der Hinweis. Im Krieg zieht er den Bogen hervor.
bei der Insel mit einem Highscore. Zieht ein Bogen hervor? Im Krieg zieht er einen Bogen hervor. Bogen. Bogen und Highscore. Torbogen? Ich war da oben. Entschuldigung. Oi. Da oben ist der Pagey? Ah ja. Ach ja, das kann ich noch nicht lösen, das Rätsel. So viele Pages und ich komme einfach nicht ran. Ah, blöde Kamera. Ja, Entschuldigung. So. Der Ebene. Ah, guten Tag. Hi, Kinder. Wie kann ich euch helfen? Eins bitte. Ein Tunikum? Zeig mir zuerst dein Betriebsausweis, Junge. Nur für Mitarbeiter von Hyvaltorius. Okay. Oh, dumme Sache. Meine Fledermausfreundin hat meinen Ausweis gefressen. Ja. Weißt du was? Einmal lasse ich es dir durchgehen. Im Namen der freundschaftlichen Beziehung unter Kollegen. Ja, wir sind alle freundliche Kollegen. Ich bin Wendy. Du hast noch nicht gefangen und spiel Tunikum, oder? Denk dran, du kannst nur eins zur Seite. Ein Tunikum verändert deine Arbeitsbedingungen enorm. Du musst für jedes Tunikum zuerst eine Herausforderung bestehen. Und bau keinen Mist. Nur immer ein Tunikum gleichzeitig anlegen. Komm zu mir, wenn du ein Tunikum auswechseln möchtest. Okay. Okay. Aus irgendeinem Grund habe ich die ganzen Tuniken schon frei. Ja, okay, das ist jetzt eigenartig, denn das ist jetzt so, dass ich die schon freigeschaltet habe durch den anderen Spielstand. Aber naja, auf jeden Fall, wie hier zum Beispiel, wir müssen verschiedene Herausforderungen machen. Besiege, wie viel? 10 Dobi-Feinde mit einem Tunikum. Um das Tunikum freizuschalten. Schließe die Geschichte von Yooka-Laylee ab, um das Tunikum freizuschalten. Du musst selbst herausfinden, wie es freigeschaltet wird. Die Geschichte von Yooka-Laylee ab, um dieses Tunikum freizuschalten. Und sammle alle Pages im Spiel, um dieses Tunikum freizuschalten. Lachs, halt unter Wasser, Atemlänge an, geladen, mehr Munition auf Bärenbüsche, aus Bärenbüsche.
wird sicher kein Schaden durch große Höhen. Euler erhalte zusätzliche Gesundheit von Schmetterling. Kugler. Rollen verbraucht weniger Energie. Das ist eigentlich, glaube ich, mit Abstand das Beste. Hier haben wir Mach auf Retro. Ja, da haben wir denn wirklich eine, ja, 64-Bit-Pixel-Grafik. Jäger. Spüre, wenn seltsame Objekte in der Nähe sind. Hamster. Sammle Federn mit Yukas Echsenpeitsche. Ist auch ganz lustig. Nur habe ich sie noch nicht. Erhalte einen mächtigeren Kumpelkracher. Mhm. Wohlauf. Was? Wohlauf. Erhalte einen Schmetterlingsgesundheitsplatz. Aber ich nehme das. Mit dem Tunikum solltet ihr leichter vorankommen. Jetzt kann ich einfach länger rollen. Ich glaube, das ist auch eigentlich mit Abstand das Beste so. Hopp. Nein, wollte ich hochrollen. Huch, runtergefallen. Das ist kein Problem. Man kann ja in dem Spiel ein wenig tricksen. Also ein ganz wenig. Und ganz wenig mehr. Da ist noch eine Feder und da drüben. Natürlich alle auf allen vier Ecken, so wie sie es gehört. Symmetrisch muss das sein. Geh mal hoch. Ja, es sieht vielleicht aus, als wenn ich wüsste, was ich hier tue. Aber eigentlich. Nein, eigentlich springe ich nur herum. Der schnarcht. Hä? Schrober! Schau an, wie krass! Mein alter Kamerad. Bitte kommt in mein Büro. Willkommen in meinem Büro. Was für ein Büro? Sieht ja aus wie eine zerbröckelnde alte Tempel, oder? Ach ja, kümmert euch nicht darum. Die beste Sache daran. Ich habe schon Preis. Was? Wir haben schon Preise gewonnen. Ach ja, was weiß ich. Wie dem auch sei. Ich nehme an, ihr seid wegen Trovers berühmten Manövern Fortgeschrittene hier. Ja, bitte. Ich brauche ein paar neue Tricks. Dringend nötig. Ja. Super. Wenn ihr meine lieben Freunde seid, werde ich euch einen echten Bossknacker lehren. Für nur 30 Federn ein echtes Schnäppchen. Moment mal. Ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Wir schalten eine Welt frei und du gibst uns gratis Kram. Meine gratis Tickets gibt es leider nur in den Wälzer gibt es das nicht. Okay. Sagt dann, welche Sachen ihr interessiert seid. Dann füllen wir die erforderlichen Formulare aus. Okay, dann zeigt mal her. Solarschuss? Steht super. Sonarschüsse? Um Geheimnisse zu zeigen? Schlürfe essbare Objekte. Schieße sie mit Projektile.
Und der Kumpel Kracher. Okay. Ich würde sagen, nimm uns das. Ja, den will ich haben. Wir wollen das hier lernen, Trover. Super! Mit dem nächsten Trick habe ich mal einen Boss aus Welt 3 besiegt. Das war nicht ohne. Ja klar, du kannst dich ja nicht mal anständig anziehen. Um so Nahschleiche zu verwenden, benutze Y, dann schießt du. Schieß unsere lila Freundin brutale Wellen aus. So nah Energie. Hört sich cool an. Sonst doch was, Wurmjunge? Ihr könnt auf Feinde schießen, um sie zu betäuben. Und so Nahtotems aktivieren und sie zeigen. Ja. Aber vorsichtig, Kumpels. Jeder Schuss kostet Energie. Habt ihr Interesse an einem 18-monatlichen Versicherungsplan? Man weiß ja nie. Vielleicht solltet ihr diesen Trick ja nächste Woche schon vergessen. Passt schon, danke. Okay. Dann lerne ich das noch. Okay, Wurmi, bring uns noch Cooles bei. Nun gut, seid ihr bereit? Dieser nächste Trick ist. Laber doch noch schneller. Meine Güte. Ich mache jetzt einfach mal noch durch. Genau. Ruhig, Blutlady. Da steckt sicher mehr dahinter. Genau. Jetzt können wir nämlich diese Büsche, die hier überall rumstehen, essen und die Bären, die da dran sind, verschießen. Mhm. Habe ich überhaupt genug? Genau, jetzt haben wir noch so eine Stampfattacke quasi. Gut. Okay, jetzt können wir. Schallwellen machen. Und halt so eine Stampfattacke. Hallo da oben! Danke für das Licht! Damit ich die Zielübung vorbereiten kann. Wenn du die anderen drei blockierten Fenster noch freilegen könntet, wäre das famos. Okay. 1, 2 und 3. Hervorragende Arbeit. Kommt rein, dann können wir einen sportlichen Wettbewerb um einen echten Preis ausrichten. Was meint ihr? Na sicher. Da waren wir ja schon drin. Das ist das, was ich nämlich in der letzten Folge meinte. Da kommen wir später hin. Und ja, jetzt ist wirklich später. Und zwar so spät, dass wir es dann in der nächsten Folge erst sehen werden. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.